geil, Dani, das gefällt dir. Elite-Gegner haben immer das Gift verzaubert. Cool. Ah. Na gut, gucken wir mal. 30% mehr Gold, ja! Ja, 82 sind die Gegner. Okay, die Mahnen sterben jedenfalls, wenn sie mich angreifen. Ich muss sie noch nicht mal angreifen. Warte mal. Ne, das sind normale Gegner. Oh Gott! Hier sind mal die Totenschädel, wenn ich die Leute hier verspotte. Ja, ja, ich sehe das. Okay. Jetzt sind wir so gut für die Übersicht, dann sehe ich noch, wie viele Gegner hier sind. Oh. Was doch? Ah. Fall? Nein. Müssen wir den Thron hier aufpassen? Naja, selbst wenn, was heißt die aufpassen, du machst das so oder so auf. Ja, irgendwann. Irgendwann natürlich. Ja, das sind ganz schön viele. Ja. Ich muss warten. Oh Gott, ich komme hier nicht raus. Oh. Da hätte ich ihn drin. Normal. Nein. Gib mir eine Sekunde. Ah, pass mir die an. Da komme ich ja wieder hoch. Lass mich raus. Gott. Wer bist du? Warum redest du mit mir? Gib mir ein paar Sekunden. So. Okay, mich kommt nur noch ein Gegner. So viel Gift hier, weil hier ist so viel Gift. Ah, geht doch mal weg, Leute. Nein! Ich belebe mich mal wieder. Verdammt. Ja, wir haben es ja erwartet, dass das jetzt schwieriger wird. Ja, ja. Wir sind noch am Anfang, Mann. Na, ja, verdammt, ich habe mal vergessen, mir ein Elixier zu nehmen, glaube ich. Erstmal das ganze Gold einsammeln, das der Daniel hingelegt hat. Ich weiß nicht, kommst du mich erreichen, ohne die mich sehen? Ich glaube nicht. Nee. Die einen, die sind da richtig langsam gewesen. Ah, oh, nice. Ich kann die aber mit meinen Tentakeln betäuben. Ja, gut. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Noch mehr so ein paar Kleinigkeiten hier weg. Ja, irgendwo hier muss noch ein Wacher sein. Die hatten ganz schön, die nehmen ja 30% weniger Schaden dann. Ja, aber steht da erhöhtes Leben. Au. So. Stoß ich einfach aus dem Gift raus, ja. Das sind so Federn auf. Da hat doch nicht so viel Ausdauer drauf. Du bist nur eine kleine Leiche. Ja, aber ich merke, ich habe nur, wie soll ich nur das? 4 Tränke. Wieder gefangen. Das können wir weitermachen. Playboy Dude sagt hi. Kein Schatz. Oh, jetzt ein Tagebuch.
Langsam glaube ich nach Alkanus. Tiefenwurzel. Tiefenwurzel. Wo ist der? Ja, haben wir. Ja, haben wir auch. Hier ist ein Tagebuch. Ja, habe ich schon aufgesammelt. Okay, okay. Ja, ist okay. Klar. Weniger Schaden durch Gegner in der Nähe, bitte. Wow, Gott. Ich hab mich zugesprungen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Warum hält dieser Fliegenschwanz so viel auf? Überhaupt Schaden. Ich glaube nicht mal, dass man diese Fliegen an. Ja, doch. Diese Insekten, die schießen so kleinere Insekten aus dem Hinterteil. Ja. Weil der als Angriff zählt, weiß ich gar nicht, ob man die kaputt machen kann, ey, ganz ehrlich. Autsch. Ja, ich meine, diese kleinen Fliegenschwarme, da sind ja auch so extra Gegner. Ja, hier ist ein Buffer. Na, warte du. Aber ich komme da nicht durch, ehrlich. Ich muss wachen. Aua. Ja, neben gesprungen, Kollege. Ich bin noch nicht. Ja, daneben gerannt, Kollege. So geht das. Schon wieder Gift verzaubert, ey. Stiefel vermacht, cool. Ja, nicht so gut. Ich muss warten. Ich glaube, hier ist ein Event. Das ist so ein Eventraum irgendwie. Okay. Ich hab den hatten wir noch nicht. Nee. Ich hab den aber schon da. Mal sehen, welches Level der ist nachher. Ja. Einfach sammeln. Ich glaube, der ist ein höheres Level als das, was ich vorher hatte. Und ich soll vielleicht mal ein Elixier einsetzen. Warte. Ein Elixier bitte, und zwar, was haben wir denn hier noch? Elixier der Grausamkeit. Ich nehme mal gegen Giftwiderstand. Oh ja, das wäre vielleicht eine gute Idee. Okay, hier schon noch ein Atom Dungeon, Kanäle von Gulva. Ist hier wieder ein Raum, wo man nicht raus kann, oder? Ja. Oh. Ich muss warten. Komm, die kann ich sehen. Aua. Durch so ein Hebel, so eine Lehmelwand einfach weggeht, ne? Ja. Jetzt magisch. Das ist ein magischer Hebel. Ja.
muss warten. Okay. Du trägst die ganze Zeit so ein Ding auf dem Rücken. Ich habe schon gefragt, warum ist bei dir eingesammelt. Ich habe schon gewundert, warum die ganze Zeit bei dir so ein Questmarker ist. Also dann das ist das Spiel nicht zum ersten Mal. Oh, die Lampe geht voll ab. Ich bin noch nicht bereit. Ja, das ist ein bisschen voll ab. Ja, Grashüpfer, hör auf von Zim zu hüpfen. Du hast die Horde geweckt. Wo ist das zweite Ding? Oh. Elendiges, aufgeschwemmtes Leichenscheuser, der Gift verzaubert ist. Ich bin einfach hinterher gerannt. Oh, ein vermachtes Schwert. Wäre das nicht gut? Aua. 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 Okay, 12 Punkte stärker. Cool. Jetzt geht's wieder irgendwie. Ich bin noch nicht bereit. Jetzt geht's wieder ein bisschen. Das ist eine Falle, ich muss mich aktivieren. Ja. Ja, es ist eine Falle. Cool. Okay, so, erstmal tot. Ah, Fässer. Jetzt geht's los. Let's get ready to rumble.
Beinschutz, dann macht wow. Wie soll ich da reinkommen? Mehr Leute habt ihr nicht? Ich kann da nicht rein, da sind überall Blitze. Ich bin hier trotzdem. Da hau ich rein. Ich bin mein eigener Arsch. Du kannst es erwarten, dass Blitze schädlich sind, wenn ich drin sein will. Ich werde meinen Körper ja wohl besser können. Ah. Ja, jetzt kommen die Großen. Boom. Da hau ich rein. Boom. Ah. Ha, Feuer, Feuer. Da geh ich rein. Oh, keine gute Idee. Da. Ich knöpfe mir den Hauptmann vor. Geh zurück in die Truhe. Okay. Arkan Griff. Das habe ich. Also 29 ist das. Der neu? Ja, der ist Level 29 bei mir. Welches Level ist denn der bei dir? 29. Bei mir ist 28. Okay. Oh, heilige Pfeile. Das hätte man vorhin mal gebrauchen können. Ja. Ah! Ich kann trotzdem voll viel aus. Schieß auf den Buffer. Der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Werf einfach irgendwo hin. Irgendwo werden wir schon treffen. Mal Ding. So. Ich habe das Ding. Die sind unglaublich spaßig. Ja, was ist doch schlimmer als ein Event, ganz ehrlich, ey. Haben wir nur durch meine überlegenen taktischen Fähigkeiten. Irgendwie schon, ich kann da nicht irgendwie ran. Ja, das ist taktische Fähigkeiten, ich habe einfach nur immer wieder Tentakel. Ne? Ja, und ich habe dann in den Haufen reingehauen. Gegen so riesige Gegner, ordentlich ist das sehr gut. Alleine hätte ich das auch nicht geschafft. Also die Tentakel sind eigentlich voll okay. Ja. Okay, wenn ihr schon durch Gegner in der Nähe, bitte. Oh Gott, viele Gegner. Ja, der hat die Glocke geläutet und alle kommen so. Oh Gott, oh Gott. Weg. Ja. Daniel hat einfach nur seinen Hosenschlitz aufgemacht und dann ist alles. Ja. Gratis Umarmungen. Na, das kommt alles. Kennen, wenn der Gegner Daniel anzieht, dann zieht er seine Hose an. Ja. Ja, einfach nur ein Reißverschluss. Du barbarischer Bastard. Dämlich aus sexy Baba. Jetzt bist du ja nicht mehr sexy, du hast ja wieder Klamotten an. Ja. Mensch. Das weiß ich nicht. Um die Welt von meiner Sexiness hier zu beschützen. Ja, sonst gibt es noch einen zweiten Welt, einen anderen Krieg. Tun zum ersten Mal die Menschen sich gegenseitig bekämpfen. Was macht mein Golem schon hier, was? Komm mir an und der steht da blöd rum, ey. So. Ja, einiges zu tun. Ja. Ich bin der neue
Dungeons. Irgendwo. Okay. Wenig. Das ist hier, nur die ist ja gar nicht. Warum geht denn da die Treppe hier? Was? Ich glaube, da ist schon der Boss. Da, ah, Falle. Nein. Der Boden war eine Falle. Ja, das passiert. Na, ja. Der hat seine Hose aufgezogen. Oh, oh. Der Sprung ange. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin tot. Ach. Oh. War bestimmt durch so einen blöden Sprung ange von den dicken Typen. Ja, ah, aber kann ich nicht bewegen. Hier muss auch noch so ein Rasselschwinger wahrscheinlich. Schön, ne? Oh ja. Kurz davor, dich wieder zu leben. Oh. Ich bin dran, ne? Ja. Ah, mal gucken, ob ich das schaffe. Ja. Hm. Wie geht's mir jetzt? Ah! Ah, das war so gut wie fertig. Aua, aua. Boah, Leute. Wo ist der Typ? Da ist er. Komm her, du Stück. Der eine Typ muss hier weg, der macht mir so viel Schaden. Ich bin noch nicht bereit. Nein. Was machen wir? Boah. Ein Stück. Oh, er ist weg. Ich muss warten. Okay. Okay. So. Ich dachte, ich krieg dich noch wieder belebt. Dann kann der mit seiner mächtigen Axt. Axt gekriegt? Nee, der kam mit seiner mächtigen Axt und hat dich niedergestreckt. Na, komm her, ein Stück. Ah, oh, die schon wieder. Greif mich an und schade dir selber. So, was hat denn? Scheinwerfer? Ja, wahrscheinlich wieder irgendein Scheiß. Ich muss. Und da war er weg. Oh, noch ein so ein Dungeon und ich krieg da auf Level 15 endlich. So. Level 13 oder so. Oh, ich habe was für ein Pferd bekommen. Zügel des Kaldoim Rosses. Ja. Wieder mal Zeit, da mal was gesehen. Ja. So, nichts Besonderes. Minus 1300 Schaden, Alter. Wollt ihr mich umbringen oder was?
Ja, bessere Rüstung, aber ich will meine Dorn nicht verlieren. So. Ich werde mal gucken, ich habe hier wieder einiges an. Oh ja. Bei der einen müssen die Quest ja auch noch abgeben, nehme ich an. Oh, neues Stiefel ist ein. Oh, golden ist, okay. So, ah, ich behalte das erstmal. Wie hat er das jetzt hier sortiert, ey? Boah. Schmetterner Knochenbrecher. Ist auch ein neues Design, cool. Damit oh, die Ringe müsste ich mal hier aktualisieren. Wenn man noch so einen einzigartigen Ring und der dritte nächste Einsatz von Hammer aufhören innerhalb der nächsten Minuten. Keine Barrieren, also weg damit. Ich muss warten. Mal kurz gucken, ja. Ach, da war keine, aber keinen Sockel und so. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit immer zum Juwelier gehen will, wenn ich hier zum Okkultisten gehen will. Ich geiler Bastard bist. Ich mach das jedes Mal. Ich weiß, Daniel, du stehst halt auf seine Sachen. Habe ich denn jetzt hier alles für einen Gott? Ich habe schon wieder alles voll hier. Was sind denn das alles für Altraum Ganschen? Davon haben wir und was haben wir davon nicht? Was war die eine? Ach, wie ist die andere? Wie ist die ja nochmal? Shivatruin. Ja, die haben wir gerade gemacht. Ja. Ja, ich notiere mir die ja jetzt. Ja. So, wieder raus. Immer nach Menestadt, weil da ist irgendwie die Quest, die wir abgeben müssen. Okay. Oder vielleicht da bekommen wir erst die Quest. Ja, manchmal ist ja so, wir finden irgendwie was und dann gehen wir zu jemanden so, ey, wir haben was gefunden, nimm das. Und dann nehmen die das. Musstest du deine Rüstung reparieren? Ja. Genau, einmal wieder belebt. Ja, gibt es den Okkultisten? Nee. Aber da haben wir einmal genug. So. In dem Gebiet, ey. Wenn ein Druse überbringt die blutverschmierte Notiz. Mal, wie mein Reitding aussieht. So, ich weiß gar nicht, was ich bekommen habe, ehrlich gesagt. Reitzügel. Reiter Rüstung oder was? Bin mir gar nicht sicher, was ich gerade bekommen habe. Und habe ich das Pferd bekommen? Ja, Kaldeon Rost, das habe ich gerade bekommen.
Oder nicht? Man sieht irgendwie nicht so, da ist irgendwie ein anderes Pferd, aber man sieht das irgendwie nicht, weil ich den so eine Rüstung gegeben habe. Sieht man kaum die Farbe oder so. Rossa. Wo bist denn du, Kollegin oder Kollege? Wir sind ja gerade am Suchen, wo der ist. Das ist ein bisschen blöd, hier in dem Gebiet zu suchen, ey. Ah, ich habe ihn gefunden. Ihr da, bitte, habt ihr einen Mann namens Julek gesehen? Julek ist tot, glaube ich. Zeig mir den Brief. Nehmt's einfach mal so an. Ich habe ich selber geschrieben. Ich muss ihm nach. Julek, mein Liebster, ich finde euch. Ich schwöre es. In einem Graben. Bitte sagt mir, wo ich ihn finde. Was? Ich kann nicht. Was? Was war das denn jetzt? Ich kann nicht. Und jetzt ist er tot, guck mal. Nein! Julek! Mein Schatz! Was hat dein Charakter gesagt? Ich kann nicht. Mein Charakter hat gesagt, ich weigere mich. Ich weigere mich einfach. Gut gemacht. Eine weitere gute Tat geschlossen. Jetzt erstmal hier gucken. Was haben wir jetzt hier für. Was haben wir noch nicht? Ich habe hier so viele Atom. Oh ja. So. Ist ja hier der das alles weiß. Haben wir Tiefenwurzeln? Oh, da habe ich auch. Habe ich auch. Stufe 28. Habe ich auch 28. Tiefenwurzeln, ja, haben wir. Haben wir schon? Okay. So. Das haben wir auch schon, das weiß ich. Grube des toten Mann. Weißt du, was ich machen kann? Man kann halt ja auch als Ramsch markieren. Das ist, glaube ich, die so für die Übersicht, glaube ich, ein bisschen besser. Eine schlechte Idee, ne? Ja, Kaserne von Kordragan kann man auch. Macht die Übersicht so ein bisschen besser. Grube des toten Mannes, haben wir das? Ich glaube nicht. Wo ist das? Das ist ein zersplitterter Gipfel. Grube des toten Mannes. Ne, das haben wir nicht. Na gut. Wollen wir machen. Welche Level ist das? 28. Okay. Ich glaube, wir müssen uns mit 28 hier abfinden erstmal. Kanäle von Gulran, das haben wir, ne? Ich glaube ja. Wo ist das? Das sind eine Trockensteppe. Kanäle von... Nee. Nein? Nee, haben wir nicht. Okay, das ist Stufe 28. Okay. Arkans Griff, verlassener Tunnel. Arkans Griff haben wir noch nicht, oder? Ja, ich habe da einen für Level 29. Okay, der ist besser als meiner. Ja. Was haben wir hier noch? Bastion des Glaubens, Havisar. Das habe ich auch, glaube ich. Warte mal. Welche aber Stufe hast du? Aber auch noch nicht. 28. Habe ich auch 28. Okay. Wir haben eine Menge neue Sachen anscheinend. Verbotene Stadt schon? Ja, verbotene Stadt haben wir. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Gnadengrad. Ja, haben wir glaube ich auch. Gnadengrad. Versplitterter Gipfel. Gnadengrad. Ich meine. Nee. Das ist ein zersplitterter Gipfel. Nee, haben wir nicht anscheinend. Okay. Aldurwald. Ja, den haben wir, glaube ich. Das ist in Skolben. Haben wir, glaube ich, ja, den haben wir. Du sagst jetzt so als Ramsch markieren immer direkt. Ja, ja, genau. Ja. Das ist eigentlich keine schlechte Idee, ne? So, Cash ist da. Verlassener Tunnel haben wir. Der Daniel sagt gar nichts dazu. Gruft der Heiligen. Kirgistan. Gnadengrad habe ich sogar Stufe 30, Daniel. Auch, alles neu. Ich habe viele, viele Sachen, die wir noch nicht haben und du auch. Also gehen wir die einfach runter ab. So 28 ist eigentlich so, was wir jetzt so machen können, nehme ich mal an. Ja.
Was nehmen wir denn? Ich hab ja ein bisschen Platz. Ich hab, ich muss mal ein paar Dinger hier auseinander nehmen wieder. Okay. Ich habe gar nicht mehr Platz irgendwie in meinem Inventar. Ich habe nur so drei Platz frei. So. Machen wir ja, das ist schon, habe ich schon gefallen. Oder tiefen Wurzeln haben wir schon, ne? Ins Golden. Ja. Okay, ja, das habe ich jetzt ganz mal wieder verwerten. Weg damit. Ich bin vorher mal alle Dungeons hier irgendwie durch. Ich bin schon wieder zum Juwelenschmied gegangen. Ich. Daniel, du musst das Glitzern ignorieren. Nicht alles, was glitzert, soll. Das geht voll irgendwie automatisch. Ja, ja, das ist das Spiel auch noch ganz schön, ne? Weil du gerne funkelnde Sachen hast. Das gibt's doch nicht mal. So. Daniel, das ist echt kaltgeil. Geldgeil, Bro. Okay, was haben wir denn hier? Oh Gott, die ganzen. Ich habe zwei auf Level 28, die alle vulkanisch sind. Darauf habe ich schon mal keinen Bock. Der ist auch vulkanisch. Alle meine Albtraum-Dungeons auf Level 28 sind alle vulkanisch, die Sachen, die wir noch nicht haben. Was hast du zur Auswahl? Meine sind kacke. Okay. Treibender Schatten. Vulkanisch. Boah. Schon wieder, das ist Stufe 30. Rächer, warte. Oh, ich nehme mal Schatten. Rächer nehme ich mal, sind, wenn die explodieren oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist. Warte, ich komme drauf an, was das niedrigste, was ich habe, ist Stufe 25. Hm. Mein Ball hat mit dem Schatten. Das klingt mir immer noch am chilligsten so. Okay. Welches Level war das? Ich habe hier zwei mit Schatten. Ich habe hier einmal. Ja. Vulkanisch ist ja wieder ja mit dem. Genau, Bastion des Glaubens habe ich auch noch. Das hast du auch, ne? Als Bastion des Glaubens? Hast du auch, ne? Ich glaube ja. Ja. Ja, das ist ja 28, ne? Ja. Ja, habe ich auch. Ja, okay. Ja, was hat die für, bei dir für ein Ding? Vulkan? Vulkanisch. Na, verdammter Dreck. Ich habe hier ja, treibender Schatten, habe ich Stufe 25. Rubel des Toten. Mann, warte mal, das stimmt gar nicht. Ich habe ja noch ein höheres Level. Ja, 28, genau. Ich würde mehr so auf die 28er gehen, erstmal. Ja, ja. So. Na, dann habe ich ja nur die doppelt, die du eigentlich auch schon hast, auf Level 28. Hm. Mal eben mal gucken. Gut, war mal irgendwann auf 28. Ja, ich einen Moment. Ich habe noch meine ganzen Level 21er Dinger hier. Die sind glaube ich auch alle neu, aber 21 ist ein bisschen zu casual. Alles klar. Hm. So, und dann stelle ich mir noch ein paar. Ich kann schon Level auf Level 31 und 35 jetzt herstellen. Na, ist klar, ne? Nein, ich will keinen Code eingeben. Boah, was ist das denn? Das ist nicht wirklich Code, weil das ist die Anzahl von Sachen, die du herstellen willst. Hm. Ja, ich kann ja nur einen herstellen, deswegen verstehe ich das nicht. So, jetzt habe ich zweimal Arkans Griff auf Level 29. Oh, Gift verzaubert. Ugh. So ein Dreck. Okay, dann aktiviere ich mal das. Irgendwann auf 28. Ja, mach ich. Dann mach das. Ja, dann mach das doch. Also so. Irgendwie deine rebelliöse Phase heute oder was? Grabe des toten Mannes. Hm. Okay, treibender Schatten. Erhaltene Heilung wird um 15% erhöht. Cool. Weißt du, warte ich, tu meine Rüstung nochmal hier. Bisschen hochballern. So zwei Stufen. Hier machen wir nochmal hier. Willst du deine Rüstung hochballern?
Ja, und zwei Stufen, weil dann kostet das noch relativ wenig und ja, das stimmt. Die Ressourcen, die dafür brauchst, sind halt so normales Leder oder irgendwie so was, was du überall kriegst. So, wo ist der Grabe des toten Mannes? Da kriegen wir Zeug für den Zauberer. Wow. Magie. Okay, so, dann noch mal hier ein Elixier reinpfeifen. Was haben wir hier? Treibender Schatten und zuvor sind Blitzschaden, Schattenschaden, irgendwas mit Blitzwiderstand, nehme ich mal an. Des magischen Widerstands. Ah, ich habe hier was gegen Schattenwiderstand. Ich habe auch so, ich habe so schwache Elixiere gegen Schattenwiderstand. Ja, ja, klar, und so. Ja. Von denen habe ich so viele, ne? Oh. Ja, okay. Also. Mal los. Was? Warum ist jetzt? Okay. Oh, noch das Level und dann kriege ich hier Level 15 auf meinen Knoten. Mit der Bereich erhöht. Boah. So viele Golems auf einmal. Und da ist ein Boss schon. Mal sehen, wie schwierig das hier ist. Okay, ist nur er. Das war. Einfach wieder rausgeboxt. Der Grütze. So, hallo, ich bin ab. Boom. Boom. Ich bin noch nicht. Pass auf, er kommt direkt auf mich zu. So. Warum ist das schon wieder so viel Gift, Mann? Davon habe ich ja nichts gelesen. Ich kann gar nicht sehen, was der letzte Effekt ist, weil da liegt only Dings dazwischen drin. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ja. Er hat mich erwischt. Ich habe versucht, da von der Wand rauszugehen, aber hat nicht gemacht. Mach das kleine Zeug weg. Dein Golem rennt. Warum rennt dein Golem auf mich los? Will er mich wieder beheben? Ja. Nein, die haben uns abgeblendet. Die haben uns getrennt. Der Dämonenpuls ist noch am Leben, pass auf. Ja, nimmt der keinen Schaden? Der nimmt keinen Schaden, Alter. Was nicht? Der nimmt irgendwie keinen Schaden. Vielleicht so wenig, dass ich das Ganze. Ja. Ah, ah. Na, witzige ist diese Wand, die mich abgetrennt hat. Ich wollte die ganze Zeit versuchen, da rauszurennen. Hab verzweifelt gegen die gehauen, weil ich wusste, mich wird das umbringen. Nur es hat nichts nicht funktioniert. Schon wieder so einer.
Oh nein, ich schon wieder. Was ist das für ein schmale? Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ach. Nächster Boss. Na. Okay, irgendwas habe ich hier gerade eingesammelt oder mit interagiert. Was? Ja, ich habe da was geschrien gemacht. Also, Fertig. Ich bin ja, die fühlt sich das an, Boy. Aha. Ja, so, auf dich schieße ich auch. So, nächster. Oh. Nächster. Komm lange her. Oh Gott. Zum Glück war der jetzt gerade tot, ey. War eingefroren und so. Okay. Ich muss warten. Ah. Weiter geht's. Okay. Ja. Oh ja, wo denn? Warte mal, wir sind doch hier mal. Wir laufen jetzt gerade im Kreis. Na, jetzt haben wir Arbeit. Ich habe die Zeit jetzt, jetzt genug haben. Ich habe gerade eingesammelt. Also. Okay. Hallo Leute, wie geht's gestellt? Da. Die Hebel haben die Nebel wieder kaputt gemacht. Metzel? Wo? Stand da, nur das Gebiet hier. Oh Gott. Da ist eine Kiste dann, die sieht sehr verdächtig aus. Naja. Mach sie auf. Okay, da sind zwar jetzt schon sehr viele Gegner, aber du willst dann die Kiste aufmachen, alles klar. Ja, du willst sie auch sowieso immer aufmachen, oder? Bewegen? Warum kann ich mich nicht bewegen? Boah. Okay, das ist schon gedacht, das kann man ja nicht aufmachen. Wir müssen die erst besiegen, dann kann man die Kiste aufmachen. Ich muss warten. Oh, Fokus teile ich, ja. Oh, ein vermachter Streitkolben, der voll schlecht ist. Ach, das wäre da mit dem Feuerschaden, wenn ich im besagten Moos bin. Den Aspekt sollte ich mir vielleicht aufbewahren. Dann tue ich wortwörtlich vor Wut brennen. Du machst mehr Feuerschaden oder nimmst weniger? Ich erzeuge Feuerschaden um mich herum, wenn ich im Berserker-Boss bin. Okay. Ich tue wortwörtlich vor Wut brennen. Ich brenne vor Wut. Ja, aber letztens irgendwie so geguckt, irgendwie ja, bei hier so Berserker-Modus. Das soll angeblich richtig gut sein, so im Endgame. Oh, glaube ich sofort, ne? Ja. Ereignis? Ja. Oh. Oh, er hat einen Pfeil. Ja, wir sind hier. Oh. Aldorwald. Oh. Hamba. Wo sind denn die Gegner zum Gärten da bisher? Okay.
Kein Problem. Ah, ist schon die Elite-Gegner. Ah, ich bin aufgelevelt. Du und ich, Kollege. Kann mich nicht bewegen. Aua. Aua. Ich muss warten. Oh, immer wird mich selbst mit irgendwas betäubt. Was? Er hört mittendrin auf und geht woanders hin. Nehmt dies, mein Freund. Es ist nicht viel, doch ich hoffe, es hilft. Ja, als Licht ist. Ne. Mehr Schaden wären Berserker-Modus, ja bitte. Keine Ahnung, ich wollte irgendwie mal so online nachgucken, wie die ganzen anderen Paragon-Bretter hier so aussehen, aber ich habe irgendwie da nichts gefunden. Musste schon anders gucken, musste bei der WoW-Seite gucken, da gibt es lauter Bild. Ja. Ich kann hier ja nicht nachgucken, außer wenn ich hier all meine Dinger hier. Wo weiß ich gar nicht, was hier geht im Spiel. Einfach nur mal um zu gucken, ob es bei den anderen Brettern irgendwie was gibt. Habe ich irgendwie so gelesen, so wenn man Barbaren spielt, so auf Berserker-Modus sollte man eigentlich immer so ein bisschen spielen, egal was für ein Bild man macht. Oh Gott, ich gehe raus. Oh. Ich bin noch nicht bereit. Fang das Opfer. Lass mich den befreien. Blödes Gift. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Oder nicht. Da war einer, den konnte man befreien. Senke des Elends. Schenkel des Elends? Senke! wo ist das? In Skolm. Ja, haben wir. Okay. Vielleicht auch nicht hier einfach Alphabet. Ich glaube, ich tue meine Liste irgendwie mal ändern, dass ich alles Alphabet hier so schreibe. Statt nach Region. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, so viele Gegner, so viele Gegner. Ein heiliges Schwert. Ja. Hat eine Falle, Daniel? Weiß ich nicht, ich habe hier noch nicht getrunken. Aber hier ist eine Truhe. Das ist schon wieder so viel Geld rausgekommen. Kommt immer so viel Geld raus, ey. Du bist ja, schon wieder ein Alphonse, haben wir schon. Los mit den Truhen, ey. Tun die auch volle Waffe. Vielleicht haben wir das gebufft oder so. Ja. Ja, mehr raus schon. Aber ja, nicht, wenn wir könnten damit Geld so viel anfangen. Ja. Ja, die Spieler wollen mehr Geld, alles klar. Dann buffen wir die Truhen, ja. Was ist das da irgendwie mit, ich weiß nicht genau, worum was es ging, aber irgendwie hat irgendwie Microsoft irgendwie Blizzard gekauft oder irgendwie sowas? Oder was war da irgendwie? Die haben eine Menge Leute gefeuert. Ah. Hat irgendwie was in Verbindung mit Microsoft und Blizzard irgendwie gehört? Ja, das ist doch nichts Neues da. Ah, da bist du aufgelöst. Schon eine Weile. Muss machen. Hab ich schon letztes Jahr irgendwann gemacht. Also die Leute gefeuert haben. Ja, die haben das gekauft und dann haben 50 Leute gefeuert werden. Ja, ja.
Ah, ich dachte, da wäre irgendwas Neues wieder am Start. Rucksack, nichts drin. Was überhaupt machen? Ach, wir müssen sogar Gefangene befreien. Nicht geil. Ich bin ein Heiliger. Nee, nein, Japaner. Ich bin... Nintendo hat eine andere. Die tun die Leute feuern. Das ist, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen? Das ist ein praktisch ein kurzzeitiger Bonus praktisch. Dann kriegen die für kurze Zeit wieder Plus Geld rein praktisch. Seid gesegnet. Naja, Nintendo, die haben das anders gemacht. Die haben keine Leute gefeuert. Die Schwierigkeiten hatten letztes Jahr, weil das nur ein kurzzeitiger Bonus ist, wäre die zu feuern. Ja. Die sehen ein bisschen das größere Bild sozusagen. Die. Wer, Microsoft? Nein, Nintendo. Nintendo, ja. Mit Twitch irgendwie so was in letzter Zeit haben sie auch irgendwie voll viele Leute, glaube ich, gefeuert. Ja? Bei Twitch. Ja, ja. Ja, weil die irgendwie, weil nicht irgendwie so Tausende von Mitarbeitern haben für die Seite, was irgendwie keinen Sinn macht. Ja. Die haben irgendwie so 800 Mitarbeiter irgendwie so was gehabt. Du kannst ja jedem nebenbei auch noch Twitch machen, Daniel. Ja. Machen viele YouTuber, größere YouTuber, die haben auch, sind auch Twitch aktiv. Nee, meistens ist es umgekehrt. Die meisten Twitch Streamer sind auf YouTube noch aktiv. Die tun dann auf Twitch streamen und dann tun die auf YouTube irgendwie ihre Streams oder so hochladen. Also umgekehrt macht das keinen Sinn. Das ist halt nur, halt, damit die Videos halt archiviert sind. Ne? Aber auf Twitch werden die ja nach der Zeit gelöscht. Deswegen würde ich auch nie auf Twitch irgendwie streamen. Dann nach ein, weil die Videos sind dann irgendwie nur einen Monat irgendwie so da drauf und danach sind sie wieder weg. Ich habe die lieber verewigt. Boah. Ich bin tot. Ja, ich sterb ja auch gleich, ey. Der ist nervig, ey. Fuck. No. Was? Oh, wir haben gewonnen. Ich hab den Dollar ganz gefunden. Geh unter dem Schild. Sag ihnen, dass der Schild stärker ist. Killt mich aber gleich hier. Ja. Vorsicht, jetzt kommt direkt auf. Ich möchte das hier einsammeln, ohne den Daniel wieder zu bringen. Ja, ich nehme an, wir haben das Dungeon erledigt. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Krieg ich so einen kleinen Buff, nehme ich an, ne? So, ist das der hier? Ich will gar nicht den Level von dem Ding an. Ist das überhaupt der hier? So. Zusätzlicher Bonus. Während ihr ein Schwert verteilt, ihr euch das Töten des Gegners 3 Wut. Ja, warte mal, ist doch gar nicht der hier, das ist der hier, ne? Groll. Ich will noch mal den Unterschied sehen, ja. Den Sprung, den ich gleich mache. Löwensockel brodelnd. Da ist der ja am Anfang. Ah, hab ich ja schon. Welche Elite Gegner für je 5 Reichweite. 38,9 Schaden während Berserker-Modus. Habe ich ja schon. Egal. Groll, Level 15. Radius hat die maximale Größe erreicht. Okay. Das heißt, jetzt kann ich den anderen hochleveln wahrscheinlich. Wenn ich einen maximalen Radius habe. So. Oh ja. Jetzt von 38 auf 57 hochgesprungen. Also mein Schaden während des Berserker-Modus, ey. Von was auf was? Von 38 auf 57 ist das hochgesprungen. Den Schaden, den ich jetzt verursache. Hier auch so ein Rüstungsteil, da dasselbe, was du halt, ihr haltet. Rüstung, aber die Abklingzeit von den Rinnen erhöht sich um 100%. Was bekommst du dafür?
Rüstung entrinnen verkürzt. Ah, ja. Dasselbe wie du hast. Ich würde das nehmen. Das ist, wenn das so ein riesiger Sprung von Rüstung ist. 2944. Ja, das ist verdammt viel, ne? Okay. Okay, das Ding auf Level 15 zu bringen war sehr gut. Ich habe einen kleinen Sprung jetzt hier gemacht in Sachen Schaden. Kann ich nur empfehlen. Muss ich das andere noch hochleveln? Wollte ich auch machen. Hey, warte mal, ich könnte ja das hier machen. Weiß, wenn ich das hier pack jetzt mal den dahin. Kriege ich hier den Bonus, wenn er ein Schwert reibt. Und dann packe ich ihn hier hin. Eigentlich dich. Doch. 61. Ja. Jetzt habe ich die Effekte von all meinen Dingern hier erhöht. Ausgezeichnet. Okay, ich würde dir raten, ein so ein Ding auf Level 15 zu bringen.